Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part habe ich euch gezeigt, wie man mit dem Mythokristall Latios treffen kann, beziehungsweise Latias, je nachdem welche Edition man spielt. Man hat dadurch dann doch noch die Möglichkeit, auch das andere von diesen beiden legendären Pokémon zu fangen. In meinem Fall, weil ich ja Heart Gold für euch Let's Play war, ist Latios. Das haben wir in Mamoria City getroffen, Troy war auch da. Weil aus diesem Mythokristall ist dann der Seelentau geworden und das ist ja ein ganz besonderes Item für Latias und Latios. Und ja, wie gesagt, ich habe euch am Ende des letzten Parts noch gezeigt, welche anderen legendären Pokémon es noch gibt, die man nur per Event bekommen kann. Wobei dieses eine kleine Pokémon, das mir hinterherläuft, das ist kein legendäres Pokémon. Das ist ein Pikachu-farbenes Pichu, also mehr oder weniger ein Shiny Pichu, wenn man so will. Und das habe ich jetzt auch ganz bewusst hier mal an die erste Stelle des Sims getan, dass es mal hier draußen ist. Weil damit gehe ich jetzt in den Steineichenwald, deswegen bin ich auch hier in Azalea City. Steineichenwald. So, und damit mich hier auch keine wilden Pokémon nerven, erstmal wieder ein Topschutz. So, schön einsprayen. Habe ich mir auch wieder genug gekauft. Und zwar geht man jetzt mit diesem besonderen Pikachu-farbenen Pichu zu diesem Schrein hier tief im Wald. Und dort kann man dann ein ganz besonderes Event auslösen. Das ist glücklicherweise gleich hier hinter diesem Baum, also überhaupt nicht weit weg. So. Wie gesagt, dieses Event funktioniert nur, wenn man mit diesem ganz besonderen Pichu hierher geht. Jedes andere gewöhnliche Pichu würde hier nichts bewirken. Deswegen ja auch der Name Event-Pokémon, weil sie eben ein Event auslösen können oder sie eben über ein Event verteilt worden sind, ne? Nicht wahr, Pichu? Pichu schaut gen Himmel und blinzelt. Das ist ein Pichu! Eines seiner Ohren ist sehr strubbelig. Hey, halt! Lass lieber deine Finger von diesem Schrein. Am Ende holt dich noch der Waldpatron. In der Nähe dieses Schreins sind in letzter Zeit immer wieder Kinder und Pokémon verschwunden. Man munkelt, das sei das Treiben eines Pokémon mit der Fähigkeit, beliebig durch die Zeit zu reisen. Wirklich seltsam. Oh, wen hast du denn da dabei? Dieses Pokémon hat sich, ohne dass ich es bemerkt habe, hier niedergelassen. Das ist ein Pichu, nicht wahr? Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, sah es irgendwie traurig aus. Aber heute wirkt es putzmunter. Aha, ich verstehe. Wiedervereint mit einem guten alten Freund, was? Es scheint mitkommen zu wollen. Erlaube es ihm doch. Ja, Strubbelchu. Du hast sehr viele Pokémon dabei, weißt du das? Ich werde hier nach dem Rechten sehen. Geh du so lange zum Pokémon Center und deponiere eines von ihnen. Ja, wenn man mit dem Pikachu-farbenen Pichu hierher geht, zu diesem Schrein im Steineichenwald, taucht das sogenannte Zackenohr-Pichu auf. Ein ganz, ganz besonderes Pichu. Okay, na gut. Wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass ich hier wirklich einen Platz im Team frei haben muss, aber okay. Dann werden wir mal ganz kurz wieder zurück ins Pokémon Center gehen und einen Pokémon ablegen. Und dann können wir uns dieses Zackenohr-Pichu in unser Team holen. So. Also dann, das geht eh ganz flott. Spiel's PC. Pokémon ablegen. Ich trenne mich mal ganz kurz von Panzereron. So, Box 18 kommt's auch rein, ist eh wurscht so. Hauptsache wir haben einen Platz im Team frei. Und wieder zurück. Ja toll, jetzt hat wieder jemand den Baum hier hingepflanzt, voll dumm. So, nochmal zur Schneider bitte. So, da sind wir wieder.
Herr Strubbelubbelchu. Ach ja, ich habe hier ein kleines Präsent für dich, junger Trainer, einen Pokéball. Der gehörte vor vielen Jahren zu meiner Ausrüstung, als ich noch mit beiden Beinen im Trainerleben stand. Ach was, mach dir mal keine Sorgen, natürlich kann man den noch benutzen. Alexel Pokéball. Voll lame. Oh, das Strubbelohr Pichu scheint ebenfalls in deinem Pokéball zu wollen. Strubbelohr Pichu hat sich dir angeschlossen! So, Spitzname, nö, brauche ich nicht. Solange sie unter Freunden sind, kommen diese Pokémon schon klar. Ziehe sie mit viel Liebe auf. Ja, keine Sorge, das werde ich tun. Okay, gut, der alte Mann geht seines Weges. Und wir haben jetzt ein Strubbelohr Pichu in unserem Team. So, gleich mal hier anschauen. Da unten ist es, das ist übrigens auch interessant, weil das Pikachu-Fauna-Pichu, was wir hier haben, das ist immer männlich. Und das Zagmor-Pichu ist, soweit ich weiß, immer weiblich. So, Bericht. Ja, da haben wir es jetzt. Pichu, im Pokéball ist es also drin, Level 30, weiblich, und es trägt das Item Blitztafel. Wesen frech, 22. Juni 2014, Steineichenwald erhalten mit Level 30, liebt Kämpfe. Ja, bin aber ich immer noch der Originaltrainer, das gehört ja mir. Und ja, es kann ebenfalls den Volt-Tackle, was es normalerweise nicht lernt. So, hier wieder der Volt-Tackle. Dann kann es noch rechte Hand, Angeberei und Leitteiler. Addiert KP von Anwender und Ziel teilt sie gerecht auf. Ah ja, genau. Ja, und Blitztafel wissen wir eh, das verstärkt alle Elektro-Attacken auch wieder um 20%. Und ist eben eine dieser ganz vielen Tafeln für Arceus auch. Ja, und schon... Das einzige Problem an diesem Zagmor-Pichu ist halt, dass man es leider in keine der späteren Editionen mitnehmen kann. Weil es gibt ja in Schwarz und Weiß, beziehungsweise in Schwarz 2 und Weiß 2 die Möglichkeit, dieses sogenannte Portal-Labor zu benutzen. Da kann man sich ja aus den Spielen der vierten Generation, also die man per Platin und Hardcore Soul Silver, kann man sich ja Pokémon rüber transportieren lassen, die kann man dann aber nicht wieder zurücktauschen, und dieses Zagmor-Pichu ist aber leider eins der ganz, ganz wenigen, wo dieser Professor dann sagt, dieses Pokémon, das hat eine lange Reise hinter sich und das lässt man lieber da, wo es ist, und das kann man also leider nicht mitnehmen, deswegen werde ich es auch nie in meiner X-Edition haben können, weil das eben was ganz Besonderes ist, das kann man nur in Hardgold und Soul-Silver haben. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist es normal. Und ja, dieses Zagmor-Pichu hat auch eine kleine Rolle im 12. Pokémon-Kinofilm gespielt. Da hat man das nämlich das erste Mal gesehen. Und aus dem Grund wurde es dann, glaube ich, auch mal hier verteilt. Also eigentlich ja das Pikachu-Fauna-Pichu, dass man das dann hier treffen kann. So stimmt's ja. Aber okay. Ja. Hätten wir das mal erledigt, dann können wir ja jetzt wieder gehen. Warte mal, kann ich von hier aus eigentlich auch fliegen? Also nee, kann ich nicht, weil ich ja mein Panzerion gerade nicht dabei habe, ich Vollidiot. Na, dann gehen wir halt so wieder zurück, Mensch. Ich habe ausgerechnet Panzerion da rausgetan, egal. So. Die beiden Pichus, die kommen jetzt sowieso in die Box. Weil die brauche ich jetzt nicht mehr wirklich. Die können sich da also ein bisschen ausruhen. So, PC. Pokémon bewegen. So. Gut, hier ist es wieder mein Panzeron, also bewegen, dann kommst du mal hier hin und du kommst dahin und schon sind sie beide da, ne? Das und das, beide Level 30, männlich-weiblich, vielleicht haben sie mal ein bisschen Spaß zusammen, okay, gut. Jo, als nächstes ist mir dann ziemlich wichtig, dass mal dieses besondere Event Celebi in mein Team kommt. So, alles klar. Gut, gut, gut. Ja, dann... Dann... Wollen wir das mal so lassen. Okay. So, warum habe ich jetzt eigentlich Xerox hier als mein erstes Pokémon? Was soll denn der Quatsch? Ich brauche ja eigentlich Celebi dann, aber ich... möchte das eigentlich gerne pro Paar zu machen, weil sonst ist das irgendwie... keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dann zu verwirrend wäre. Das wäre zwar eigentlich Blödsinn, aber... ich habe da noch ein paar andere Sachen im Kopf, die ich ja so noch machen kann, die jetzt nichts mit Events zu tun haben. Das ist jetzt wirklich nicht mehr wurscht. Man kann immer noch ein paar andere Dinge tun, die jetzt nichts mit irgendwelchen Events zu tun haben. Zum Beispiel können wir versuchen, den wirklichen, richtigen Dojo-Meister des Dojos aus Saffronia City zu finden. Der soll nämlich irgendwo im Kesselberg trainieren, an einem Ort, wo man aber nur hinkommt, wenn man die VM Kraxler bereits hat.
Also werde ich das mal einfach tun, den Part hier ausklingen zu lassen, weil das, was ich mit diesem Event-Celebi anstellen kann, das zeige ich euch erst im nächsten Part. So, also, wir fliegen jetzt einfach mal hier mit Panzerion. Nein, nicht Tausch. Fliegen. Wir fliegen mit Panzerion jetzt einfach mal hier nach Teak City und dann geht's nach Osten Richtung Kesselberg. Soweit ich weiß, bekommen wir von dem sogar auch ein Pokémon geschenkt. Obwohl, wartet mal. Wenn ich gerade davon rede, Pokémon geschenkt bekomme, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt bekomme, wenn ich mein Team voll habe. Also ich werde lieber zur Sicherheit dieses Celebi doch nochmal ablegen. Hätte ich jetzt besser noch nicht ins Team genommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt automatisch in die Box wandern würde, dieses eine Pokémon, was wir von dem Typen geschenkt bekommen, oder nicht. So, ablegen. Box 18. Okay. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen sicherer. Wenn nicht, dass der dann sagt, oh, schade, du hast ja gar keinen Platz mehr im Team, dann komm halt wieder, wenn du wieder Platz gemacht hast, dann... Es wäre ein bisschen ziemlich dämlich. Okay. Das ist, glaube ich, besser so. Ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr ganz sicher. Manchmal ist es so, dass solche Pokémon dann eben nur bekommen werden können, dass man die nur bekommen kann, wenn man einen Platz im Team frei hat. Und bei manchen, irgendwie werden die dann doch automatisch auf den PC übertragen oder so. Naja. So. Kesselberg. Hier waren wir schon mal, aber hier konnten wir bislang noch nicht überall hin. So, jetzt brauche ich aber erstmal wieder einen Topschutz. So, weil erst wenn wir Kaskade und Kraxler beherrschen, können wir hier überall hin. Ja, hier zum Beispiel, ne? Oder wartet mal, muss ich nicht irgendwie... Ich muss doch irgendwie da unten hin. Moment mal. Wie komme ich dorthin? Ich probiere das mal nochmal von draußen. Es gab doch in der Mitte irgendwo noch so einen Eingang. Wenn wir hier lang surfen... Ich glaube, nur so kommt man zu diesem Karate-Meister da. Genau hier muss ich rein. Ja, genau, seht mal, jetzt kann ich hier nämlich surfen. Und dann haben wir hier hinten einen ziemlich breiten Wasserfall. So, ein riesiger Wasserfall, Kaskade einsetzen, natürlich. Jetzt geht's ab nach oben. So, hier oben waren wir noch nie. Okay, hier drüben ist sonst nichts, da ist eine Leiter zu sehen. Ne, ich kann, glaube ich, nur hier an Land und jetzt geht's hier mal durch. Okay, so, und schon sind wir in einem bisher noch nicht erforschten Bereich des Kesselbergs. Und aha, warte mal, der Typ da ist aber jetzt, das ist irgendein Nerd oder sowas. So ein Pokémaniac. Ich bin mein, waren wir hier doch schon mal? Ne, kann ja gar nicht sein. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Bereich, wo wir schon mal gewesen sind. Das ist aber wirklich etwas, wo wir noch nicht waren. Weil ich zum damaligen Zeitpunkt ja noch gar nicht Kaskade beherrscht habe. Aha. Nur noch Items rumliegen. Zum Beispiel ein Top-Trank. Zum Beispiel also ein Top-Trank. Okay, jetzt muss ich hier hinten sehen. Es ist ein bisschen kompliziert, diesen Typen zu finden. Der hat sich nämlich ein bisschen versteckt. Der hat sich ein bisschen versteckt, um hier zu trainieren. So, aber ich werde den Typen schon finden, keine Sorge. Ich werde ihn finden. Und werde alle Hindernisse überwinden, um ihn zu finden. So, und was zum Teufel? Hä? Moment mal. Wieso... Hinten geht's jetzt aber nicht weiter. Das ist nämlich nur so eine Stufe. Okay, warte mal. Hops. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Aber aha. So, jetzt können wir hier surfen. Wer hat sich denn sowas nur ausgedacht? Dieses Layout, das ist ja furchtbar hier. Total kompliziert. Da liegt noch ein Item rum, das will ich auch haben. So, was? Ach so, ja. Moment. Da ist ja eh eine Wasserstelle wieder. So, Topschutz. Ganz schön kompliziert gemacht. Aber es geht. So. Hier wieder hin. Hops. Und aha, was haben wir hier?
Ein Flugzeil, toll. Als hätte ich davon nicht eh schon mehr wie genug. Mein Flugzeil bekommen. So, okay, dann... Hier, also muss man verdammt oft Surfer einsetzen. Wie oft man das auch immer bestätigen muss hier, Mensch. Warum lernt man nicht einfach schwimmen? Dann braucht man keine Form Surfer mehr. Das ist doch voll dämlich. Naja, okay. So, was haben wir hier? Ein Elixier haben wir hier. Gut. Gut. Dahin springen wir blöd und... Moment. Wenn ich von hier... Dann komme ich aber an das Item ran. So, hepp und hopp. Und hier liegt was? Eine Drachenhaut. Das ist was super Seltenes. Das ist sogar was ganz, ganz Wichtiges. So, hier. Drachenhaut. Eine dicke und starke Haut. Drachen-Pokémon tragen dieses Item gerne bei sich. Das braucht man nämlich, um ein Seedra-King bekommen zu können. Das sollte man ja wissen, wenn man nämlich... ein Seemon mit einer getragenen Drachenhaut tauscht, dann entwickelt es sich zu Seedraking. Anders kann man dieses Pokémon nicht bekommen. Also geil, dass man das hier gefunden hat. Hin und wieder, glaube ich, können das auch viele Seepe und Seemon tragen, aber extremst selten. Also ganz, ganz selten, dass sie das mal tragen. Und aha, hier haben wir jetzt eine Leiter, die nach unten führt. Und ich glaube, so kommen wir zu diesem Karatemeister. Wehe, wenn nicht. So, okay, hier sind noch mehr Items, noch mehr Wege und oh mein Gott, und was soll das hier jetzt bitte? Okay, hier geht's nicht lang. Wer kommt immer auf solche kranken Ideen? Ich meine, irgendwer muss sich das ja mal ausgedacht. Irgendjemand muss ja mal gesagt haben, ey, ich designe jetzt diese Höhle hier und sage, ja, der Weg, der ist so und hier gibt es die und die Hindernisse und bla 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 und wie komme ich an dieses eine Item daran? Ich glaube von hier. So vorbei. Ja, genau. So, was liegt hier noch rum? Ein Eisen. Okay, ein bisschen Eisen. So, da liegt wieder was rum. Wo ist denn jetzt dieser Karate-Typi? Der ist doch hier irgendwo. Irgendwo hier wird der schon noch sein. So, und hier hätten wir noch eine Eisenkugel. Oh ja. Böse Erinnerung daran, in einem dieser Rematches hat ja ein Pokémon mit der Eisenkugel nach meinem Simsala geworfen und hat es damit sofort besiegt. Richtig assi. Okay. Jetzt schon wieder Schutz wirkt nicht mehr. Deine Mutter wirkt nicht mehr. Ist mir doch egal. So, gleich nochmal eingesprüht. Frechheit. So. Ah ja, okay. Hepp. So, und seht ihr, hier können wir jetzt kraxeln. Das könnten wir tun, das müssen wir aber auch nicht tun. Aha, Moment. Hier haben wir noch ein Item. So, sehr felsig, na dann Kraxler. So, was haben wir denn da? Was hier alles rumliegt. Ein Lahmrauch. Lahmrauch, ist klar. Ist klar. So, hier ist auch noch ein Weg und ein verstecktes Nugget. Hat mich meine Intuition also nicht getäuscht. So, wie kommen wir doch mal zu diesem Karatemeister? Und was ist eigentlich hier unten? Was soll dort bitte sein? Hier ist nämlich nur eine Leiter, die nach oben führt. Aha, und hier ist ein Ausgang. Moment mal. Aha, jetzt sind wir also hier. Okay, jetzt sind wir hier und da geht's auch wieder raus. Und hier auch? Und hier haben wir einen versteckten Beleber gefunden. So. Ja. Ey, das mit diesem Topschutz, das geht mir so offen auf den Zeiger. Immer wieder. Geht's mir auf den Nerven so. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Ach, dann sind wir also hier drüben und hier liegt noch. Diese Seite haben wir schon die ganze Zeit, glaube ich, gesehen. Wir kamen nie ran. Denn hier haben wir was? Eine Dubios-Disk. That's very interesting. Dubios-Disk, eine Scheibe voller seltsamer Daten, ihr Ursprung ist unbekannt. Ja, benötigt man, um ein Porygon 2 zu einem Porygon Z zu entwickeln. Vorher braucht man ja das Upgrade, dann wird Porygon zu Porygon 2 und mit einer Dubios-Disk wird Porygon 2 noch zu Porygon Z. Aber immer nur, wenn es getauscht wird und das Item trägt. Gut, haben wir das auch gefunden? So, aber ich habe immer noch nicht den Karatemeister gefunden. Wo versteckt sich dieser Typ? Er muss doch hier irgendwo sein. Vor allem, was ist, wenn ich jetzt hier... Ja, aber da komme ich doch nur wieder raus. Das brauche ich ja nicht. Das ist doch Quatsch. Ich gehe wieder zurück.
Der ist auf jeden Fall definitiv irgendwo hier drin zu finden. Aber wo? Wo war dieser Penner? Wo hat sich der versteckt? Ich wette, der steckt so tief hier drin, dass der schon selber nicht mehr wirklich rausfinden würde. So, jetzt werde ich mal hier runterkraxeln. So. Und wo kommen wir hier hin? Aha. Aha. Und, oh, gut, hier können wir wieder raufkraxeln. Ja, soll sich mal leider auskennen. So. Und von hier kommen wir... Aha. Okay, jetzt können wir hier noch runterkraxeln. Na, ganz toll. Na, dann bitteschön, kraxel hier runter. Ey, wo ist dieser Typ bloß? Ah, was haben wir hier noch? Ein Schützer. Schützer, das ist ja für Rihornior. Um es... oh, und hier haben wir noch ein unsichtbares Sonnenbonbon gefunden. Auch geil. Genau, das ist ein Item, um ein Rihornior zu bekommen. So, hier. Schützer. Eine Art Schutzvorrichtung. Steif und schwer, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Ja, Rizeros mit Schützer tauschen wird es zu Rihornior. Das sollte man eigentlich wissen. So, was ist, wenn ich jetzt hier hinspringe? Mhm. Ach, dann sind wir wieder hier. Oder, ne, Moment mal. Jetzt kann ich hier den Stein verschieben. Leute, wo ist dieser Karatemeister-Typi? Wo versteckt sich der bloß? Wie komme ich zu dem hin? Wo ist denn der? Ah, da... Ne, Moment. Das da oben ist der doch gar nicht. Nein. Der müsste aussehen wie so ein Karate-Heini. Das ist der nicht. Eigentlich sind ich und mein Kollege hier am Kesselberg auf Expedition, aber dann haben wir uns verlaufen. Ist dir zufällig ein Trainer über den Weg gelaufen, der Seemon verwendet? Es ist ungemein faszinierend zu sehen, wie es mit Kaskade Wasserfälle klingt. Ja toll, das habe ich vorhin gerade selber mit meinem Lapras auch gemacht. Du Spacko. Nee. Ich glaube, hier bin ich jetzt wieder in einem Bereich, wo wir schon mal waren. Ganz toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diesen Karatemeister gar nicht mehr finden werde. Jedenfalls nicht in diesem Part. Warum denn nicht? Wo bist du, Karatemeister? Wo versteckst du dich? Wo hockst du rum? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht mehr finde. Wo war denn der? Ich weiß, dass der irgendwo im Kesselberg zu finden ist, aber ich habe einfach keine Ahnung mehr, wo genau. Der versteckt sich zu gut. Der ist so dermaßen tief drin in dieser Höhle, dass ich einfach keine Ahnung mehr habe, wo der war. Richtig, richtig fies. Einfach nur fies. Hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Da hinten kommen wir nicht hin? Nee. Leute, wo versteckt sich der Arsch? Wo ist der? Langsam werde ich ein bisschen sauer. Ja, nee, dann keine Ahnung. Dann vielleicht von woanders da reingehen oder so. Jetzt werde ich dann gleich den Part beenden, weil das wird mir zu blöd. Das wird mir echt zu blöd. So, jetzt bin ich nochmal hier. So, Topschutz. Äußerst dubios. So wie die dubios ist, ist das dubios. Ne, jetzt werde ich wirklich hier runterkraxeln und dann doch mal da rausgehen. Vielleicht komme ich dann da wohin, wo ich... Ja, keine Ahnung. Wo ich auch hin kann oder hin sollte. Vor allem, was ist hier? Aha, Moment mal, hier ist ja auch noch ein Durchgang. Ah, Moment mal, hier waren wir doch aber noch gar nicht, oder? Oder doch? Vorhin hat mich so ein komischer Karate-Typ zum Kampf herausgefordert. Der war vielleicht stark. Mir tun immer noch alle Knochen weh. Am Schluss blaffte er mich an. Du brauchst mehr Training und verschwand im Berginneren. Was der wohl hier macht? Okay, also hier irgendwo muss der jetzt sein. Irgendwo. Ah ja. Und oh, was haben wir hier noch? Ein Beleber. Okay. Ich sage, der Kesselberg ist so... Großes glaubt man gar nicht. Also irgendwo hier in der Nähe musste jetzt der Karatemeister sein. Wenn ich den nicht bald finde, fange ich an zu schreien, weil das kann einfach nicht sein. Das ist doch total gemein. Wo versteckt sich dieses Schwein? Bin ich hier drüben? Hier ist einfach nur noch ein normaler Ausgang. Das bringt mir überhaupt nichts. Hier ist noch eine Leiter.
Und kaum einen Schritt gemacht und kein Topschutz mehr, schon kommt sein scheiß verdammtes wildes Pokémon. Vor allem ein kleiner Schaller für Level 15. Übelst unnötig. Flucht. Das ist ja furchtbar. Ich will das nicht. Ich will jetzt hier keine wilden Pokémon haben. Die gehen mir auf die Nerven. Die stören einfach hier. So, jetzt bin ich hier. Und hier waren wir schon mal. Jetzt bin ich hier wieder beim Wasserfall. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist dieser Karate-Typ jetzt? Also, ja, sorry. Ich finde den gerade nicht. Ich werde ihn aber noch finden. Und wenn ich offscreen zu ihm hinlatschen muss, um ihn zu finden. Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Der muss irgendwo hier hinten sein. Anders geht das ja gar nicht. Man braucht auf jeden Fall Kaskade und Kraxel, was ich weiß, um zu ihm zu kommen. Irgendwo versteckt er sich schon. Und ich werde ihn finden. Das, da oben ist er ja, wie gesagt, nicht. Das ist dieser Forscher. Das ist einfach nur fies. Wo steckt dieser Typ? Wo hat er sich versteckt? Jetzt laufe ich hier ständig schon im Kreis. Ne, Leute, jetzt wird mir das echt zu blöd. Also, es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich den Typ nicht finden kann. Vielleicht finde ich den zu Beginn des nächsten Parts, wo wir uns dann bei dem Typen sehen. Falls ja, dann ja. Wenn nicht, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Pokémon Heart Gold. Es ist noch lange nicht vorbei. Also tschüss, Leute. Und sorry, dass ich den Typen noch nicht gefunden habe. Hoffentlich dann im nächsten Part. Also, ciao.